Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute, wieder aus dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus, die elektrische Flussdichte D genauer ansehen. Für dieses Video solltet ihr mindestens die Videos über das elektrische Feld und die elektrische Feldstärke gesehen haben. Falls ihr dann aber immer noch Verständnisprobleme habt, empfehle ich euch die Videos über den Plattenkondensator, das Dielektrikum und den Faradayschen Käfig. So, auf geht's. Wir lernen heute, was die elektrische Flussdichte ist, wie ich sie berechnen kann und was die Flussdichte genau verursacht, am Beispiel des Plattenkondensators. Dann mal auf zur ersten Frage. Was ist denn die elektrische Flussdichte? Wir haben es im Video über das elektrische Feld schon gehört. Die Flussdichte D ist eines der beiden Vektorfelder, die das elektrische Feld beschreiben. Anders als die Feldstärke E, die ja, wie ihr euch erinnert, etwas mit der Wirkung des Feldes zu tun hat, also die Stärke. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.